Frankfurt lag nach 12 Jahren Nationalsozialismus in Trümmern. Bittere Not bestimmte den Alltag der ersten Nachkriegsjahre. Rückkehrer und Flüchtlinge verschärften die ohnehin dramatische Lebensmittelknappheit und Wohnungsnot. Damit der Wiederaufbau nicht im Wildwuchs endete, mussten seit dem 17. August 1945 alle Bauvorhaben von der städtischen Wiederaufbaustelle genehmigt werden. Zentrale Stelle war in dem Fall der Oberbürgermeister, weil er letzten Endes darüber befand, wo die wenigen Arbeitskräfte und spärlichen Baumaterialien eingesetzt werden sollten. Um da den Überblick nicht zu verlieren, wurde vom Bauamt eine 141 Positionen umfassende Dringlichkeitsliste aufgestellt. An erster Stelle natürlich der Wiederaufbau des städtischen Krankenhauses Sachsenhausen. Das Schlusslicht bildeten die Fresken von Jörg Rathgeb im Karmeliterkloster. Ein Teil sehen Sie direkt hinter mir. Der Wiederaufbau der Paulskirche stand gar nicht erst auf der Liste. Sie sehen hier eine Tiefliegeraufnahme von Osten, kurz nach der Einnahme Frankfurts durch die Amerikaner aufgenommen. Das kann man so datieren, weil Sie sehen vorne in der breiten Straße, das ist ein amerikanischer Militärkonvoi, der da gerade hält. Ganz markant die Trümmer des Eisernen Stegs im Main, die da in den Himmel ragen. Wir hatten ja hier gerade vor 2 Tagen einen Festvortrag zur 150-Jahr-Feier des Eisernen Stegs. Und wenn man ganz genau hinschaut, findet man dort auch die ausgebrannte Paulskirche. Hier nochmal ein Bild aus der Nähe. Sie sehen also das Dach, die Kirche ist komplett ausgebrannt bei einem der 3 schweren Märzangriffe. Am 18. März 1944 wurde die Kirche von Brandbomben vor allen Dingen getroffen und ist bis auf die Außenmauern komplett ausgebrannt. Und das abgeknickte Kreuz auf der Turmspitze ist wie ein Symbol für die Situation in Frankfurt nach der NS-Diktatur. Der Kirchenvorstand der Paulsgemeinde erkundigte sich am 21. Februar 1946 beim Oberbürgermeister, ob denn seitens der Stadt irgendwelche Vorüberlegungen für die Jahrhundertfeier der Nationalversammlung 1948 und den Wiederaufbau der bis auf die Außenmauern zerstörten Paulskirche existierten. Das von Fried Lübecke für den Oberbürgermeister entworfene Antwortschreiben verwies auf die laufenden Vorarbeiten, stufte aber die Chancen für einen raschen Wiederaufbau unter den gegebenen Umständen für äußerst gering ein. Die Planungen konzentrierten sich zum damaligen Zeitpunkt, so die Auskunft des mit den Vorbereitungen für die Paulskirchenfeier beauftragten Lübecke, auf einen Festakt in der enttrümmerten Ruine. Gerade noch rechtzeitig erkannten die Verantwortlichen die Signalwirkung einer zur Jahrhundertfeier wiederhergestellten Paulskirche für den demokratischen Neubeginn nach 1945. Oberbürgermeister Blaum verkündete im April 1946 die Absicht, die Paulskirche zum Gedenken an die demokratischen Traditionen des Landes bis zum 18. Mai 1948, dem Jahrestag also der Eröffnung des Paulskirchenparlaments, wiederherzurichten. Dabei brachte Blaum auch die Verwendung der Kirche als Versammlungsort für das zukünftige deutsche Parlament ins Spiel. Ein im Juni 1946 von der Stadt Frankfurt ausgeschriebener Ideenwettbewerb machte es den teilnehmenden Architekten zur Auflage, unter Verwendung der Mauerreste die variable Nutzung der Paulskirche als Gotteshaus und Tagungsraum einzuplanen. Im Übrigen gewährte der Ausschreibungstext, der neben der Kirchen- und Platzgestaltung auch ein angrenzendes Verwaltungsgebäude beinhaltete, den Teilnehmern größtmögliche Freiheiten. Die originale Rekonstruktion der alten Paulskirche war also kein Muss. Teilnahmeberechtigt
waren alle in Großhessen gemeldeten, nicht von den Gesetzen der Entnazifizierung betroffenen Architekten. Nach Ablauf des Abgabetermins lagen dem Preisgericht 109 Entwürfe vor. In der Jury, die Anfang Oktober 1946 tagte, nahm Walter Kolb, nachdem die SPD die ersten freien Kommunalwahlen nach der NS-Diktatur mit deutlichem Abstand vor der CDU gewonnen hatte, den Platz von Kurt Blaum ein. Dem neuen Oberbürgermeister lag der Wiederaufbau der Paulskirche ganz besonders am Herzen. Für den überzeugten Demokraten war der Ort, an dem 1848-49 mit der Frankfurter Nationalversammlung das erste gewählte gesamtdeutsche Parlament getagt hatte, ein Nationalheiligtum. Ich finde, aus dem Bild, das Sie hier sehen von 1948, geht sehr schön dieses innige Verhältnis des Oberbürgermeisters zum Paulskirchenprojekt hervor. Es ist entstanden in der damaligen Jubiläumsausstellung 1848. Gleichwohl begeht das Stadtoberhaupt hier natürlich eine Todsünde, denn er berührt ein Ausstellungsexponat mit der Hand. Kann man also eigentlich gar nicht machen. Ich war jetzt gestern leider nicht dabei bei der Führung durch die Paulskirche und weiß nicht, ob Ihnen die Führer auch die Gedenktafel an Walter Kolb gezeigt haben, die an der Paulskirche. Ich sehe Kopfnicken, das spricht für die Führung von Herrn Fischer. Links vom Eingang hängt ja seit dem 22. Januar 2002 eine Gedenktafel für Walter Kolb. Die wurde dort enthüllt zu seinem 100. Geburtstag und hebt besonders auf seine Leistung ab, nämlich den Wiederaufbau der Paulskirche. Der mit 3000 Reichsmark dotierte erste Preis ging an den Architekten Gottlob Schaub aus Frankfurt, Bad Homburg. Sein Entwurf erfüllte am ehesten die Vorstellungen des Preisgerichts, das sich gegen eine historische Kopie und für eine zeitgemäße Umgestaltung aussprach. Es ließ sich dabei, so Jurymitglied und Frankfurter Stadtbaudirektor Otto Fischer, Zitat, von dem großartigen Raumeindruck leiten, den das Kircheninnere auch heute noch im Zustand der Zerstörung auf empfindsame Beschauer ausübt. Im Vergleich zum Vorkriegszustand verzichtete Schaub auf die umlaufende Empore und brachte die obere Fensterreihe wieder zur Geltung, statt sie durch eine Zwischendecke abzutrennen. Dadurch betonte er die Schlichtheit und Monumentalität des Innenraums. Den zeitbedingten Mangel an Baumaterial und Arbeitskräften berücksichtigend, unterteilte Schaub den Wiederaufbau der Paulskirche in zwei Phasen. Bis zur Jahrhundertfeier sollte das Gebäude mit einem Zelt, mit einer zeltförmigen Dachkonstruktion provisorisch hergerichtet und in einem zweiten Bauabschnitt ohne Zeitdruck fertiggestellt werden. Einen konventionelleren Gestaltungsansatz als Schaub wählte die Frankfurter Architektengemeinschaft Franz Troll und Ferdinand Rupp, deren Entwürfe, einer mit wiederhergestellter Galerie, der andere mit großzügigem Foyer, beide einen zweiten Preis gewannen. Ein weiterer zweiter Preis ging an den Bad Sodener Architekten Ferdinand Wagner, der einzelne Balkone statt einer umlaufenden Empore und ebenso wie die drittplatzierten Theo Kellner und Karl Molzahn eine plastisch ausgestaltete Kuppel vorschlug. Die Wiederherstellung der ursprünglichen Dachform war allen prämierten Entwürfen gemein. Die Jury stellte an die Entwürfe der Paulskirche allerhöchste Ansprüche. Die hochgeschraubten Erwartungen der Preisrichter begründete der Vertreter des Oberbürgermeisters in der Jury, Stadtbaurat Eugen Blank, in einem Zwischenbericht wie folgt. Dabei ist auch zu bedenken, dass die Wiederherstellung der Paulskirche als deutsches Nationalsymbol eine Angelegenheit ist, die weit über die Stadt Frankfurt am Main hinaus die Gemüter in Deutschland beschäftigen wird. Der Bau der Paulskirche ist die erste große monumentale Gestaltungsaufgabe nach 12-jähriger Verfallszeit, die für die geistige Haltung des deutschen Volkes vor der Welt Zeugnis ablegen muss.
Keinen der 109 Entwürfe, auch nicht den prämierten Schaubs, hielt das Preisgericht für baureif. Von Stadtbaurat Eugen Blank eingefädelt, beauftragte die Stadt im November 1946 die Architekten Gottlob Schaub und Rudolf Schwarz mit der Projektbearbeitung. Der Kölner Architekturprofessor Schwarz galt auf dem Gebiet des modernen Kirchenbaus als absolute Koryphäe. Mit dem Frankfurter Architekten Johannes Krahn, einem langjährigen Mitarbeiter von Schwarz, war die unter der Oberleitung des Stadtbauamts stehende Planungsgemeinschaft Paulskirche komplett. Die Arbeit der Paulskirche, der Planungsgemeinschaft Paulskirche, wurde von Protesten der sogenannten Traditionalisten um Fried Lübbecke begleitet, der Anfang 1947 in einer Denkschrift seine Gründe für eine Ablehnung der vom Hochbauamt verantworteten Wiederaufbaupläne darlegte. Für Lübbecke, Geschäftsführer des städtischen Paulskirchenausschusses und Vorsitzender des Bundestätiger Altstadtfreunde in Personalunion, wirkte die Ruine wie ein, Zitat, riesiger Gasometer, in dem sich der Betrachter, wiederum Zitat, pygmäenhaft verlor. Um den Innenraum ein nicht näher definiertes menschliches Maß zu geben, erklärte Lübbecke den erneuten Einbau einer Galerie beim Wiederaufbau der Paulskirche für unverzichtbar. Und um Ihnen die folgenden Ausführungen vielleicht etwas besser vor Augen auch zu führen, hier eine skizzenhafte Gegenüberstellung der alten Paulskirche von 1848 und der geplanten wiederaufgebauten Paulskirche von 1948. Ich bediene mich da einer Skizze, die in der momentan im Deutschen Architekturmuseum laufenden Ausstellung zur Paulskirche, ein mit dem Untertitel "Ein Denkmal unter Druck", sehr sinnig, zu sehenden Skizze. Bedanke mich ganz herzlich bei den dortigen Kollegen. Kann den Besuch der Ausstellung, die noch eine ganze Weile läuft, nur empfehlen. Nachdem der sogenannte Altstadtvater Lübbecke den Aufbau der Paulskirche in einen Ausbau uminterpretiert hatte, erklärte er die verantwortlichen Architekten zu, Zitat, Dienern am Werke, die sich größter Zurückhaltung gegenüber der historischen Vorlage zu befleißigen hätten. Lübbecke favorisierte in seiner Denkschrift klar den von Troll und Rupp vorgelegten Entwurf, der mittels einer auf Höhe der früheren Galeriesohle eingezogenen Decke den Riesenraum auf das besagte menschliche Maß zurechtstutzte. Auf die Lobeshymne für Troll folgte ein Verriss der vom Hochbauamt zu verantwortenden und von der Planungsgemeinschaft Paulskirche entwickelten Konzeption. Lübbecke kritisierte die Raumaufteilung in einen Souterrain mit Garderobe und Toiletten sowie eine gut 3,5 Meter hohe Wandelhalle, die er beide als Kellergeschosse bezeichnete. Von dieser niedrigen Halle, so Lübbeckes verdickt, stiege man dann zu dem Riesenrund empor, das ohne Galerie in einer Höhe von 25 Metern als nackter Zylinder nur von den zwei Reihen Fenstern durchbrochen den Besucher empfinge. Mit einer evangelischen Predigtkirche hat dieser Kessel nichts zu tun, auch wohl nicht mit einem Sitzungsraum für ein Parlament oder einen Kongress. Natürlich konnte sich Lübbecke auch nicht mit dem geplanten Flachdach mit Oberlicht erwärmen. Die Denkschrift, mit der Lübbecke auf Konfrontationskurs zum Hochbauamt ging, unterzeichnete er in seiner Doppelfunktion als Vorsitzender des Kirchenvorstands der Paulsgemeinde und des Bundestätiger Altstadtfreunde. Also Sie merken, der Mann war in der Stadt wirklich gut vernetzt. Der Versuch, als Angestellter der Stadt Frankfurt die private Meinung von seinen Pflichten als Geschäftsführer des Paulskirchenausschusses zu trennen, konnte nicht gut gehen. Einen Tag vor der sich abzeichnenden
Annahme des Entwurfs der Planungsgemeinschaft durch die Stadtverordnetenversammlung legte Lübbecke am 5. Februar 1947 tief enttäuscht sein Amt im Paulskirchenausschuss nieder. Keiner der 60 Stadtverordneten stand in der entscheidenden Sitzung des Stadtparlaments am 6. Februar 1947 auf Lübeckes Seite. Der Berichterstatter des Hochbauamts erklärte im Plenum zum Ringen mit Vergangenheit und Zukunft. Zitat. Die eine Seite verlangt, dass die Paulskirche wieder in demselben Stil und in derselben Form aufgebaut werde, wie sie gewesen sei. Die andere Seite verlangt, dass sich der Wiederaufbau im baulichen und architektonischen Geiste unserer Zeit vollziehen soll. Nach ernster Beratung aller dieser Fragen haben sich die Mitglieder des Ausschusses einstimmig für die letztere Einstellung entschieden, denn wir haben keine Veranlassung, unser eigenes Können in den Schatten zu stellen und längst vergangene Zeiten zu kopieren oder als falsches Pathos wieder lebendig werden zu lassen. Einstimmig votierte im Anschluss auch die Stadtverordnetenversammlung für den Entwurf der Planungsgemeinschaft. Zugleich wurden in der Hoffnung darauf, dass ein Großteil der Kosten durch Spenden gedeckt werden würde, 2,7 Millionen Reichsmark für den Wiederaufbau der Paulskirche bewilligt. Dass zwischen den Traditionalisten und der Planungsgemeinschaft Welten lagen, ist schon allein an der unterschiedlichen Betrachtungsweise der Ruine zu erkennen. Während Lübbecke abfällig von einem Kessel sprach, schwärmte Schwarz in seinem 1960 veröffentlichten Hauptwerk über die Kirchenbaukunst, Zitat, die Denkmalpflege wollte den Bau historisch genau wiederhergestellt haben, aber wir widersetzten uns, denn die große Ruine war weitaus herrlicher als das frühere Bauwerk. Ein riesiges Rund aus nackten, ausgeglühten Steinen von einer beinahe römischen Gewaltsamkeit. Und jetzt halten Sie sich fest, so schön war das Bauwerk noch niemals gewesen und wir erreichten, dass es so blieb. Wie in Schaubs ursprünglichen Entwurf vorgesehen, beließ die Planungsgemeinschaft den Kirchen- und Tagungsraum weitgehend frei von Einbauten. Die Eingangssituation in das Gebäude überarbeiteten die Architekten, indem sie ein Untergeschoss in das Rund eintieften und darüber ein zuvor nicht vorhandenes Foyer legten. Diese Wandelhalle wurde durch den mächtigen Sockel des Kirchenovals eingestemmte kleine Fenster spärlich beleuchtet. Der Haupteingang im Erdgeschoss des Turms war nicht mehr über eine Treppe zu erreichen, sondern auf ebenerdiger Höhe abgetieft worden. So ergab sich ein schachtartiger, enger, tonnenüberwölbter Torweg, durch den man unter einem Relief, das den Erzengel Michael im Kampf mit dem Bösen zeigt, in die eher dämmerige Wandelhalle gelangte. Dort umstehen 14 dickleibige, massive Rundpfeiler einen ovalen Kern, in dem ein fensterloser Besprechungsraum untergebracht ist. Auf dessen Außenwand sollte später ein Kunstwerk aufgebracht werden, aber das brauchte einige Zeit. 1991 war es soweit mit dem Gemälde von Johannes Grützke, der Zug der Volksvertreter zur Paulskirche. Die das Oval umstehenden Marmorsäulen tragen den darüber liegenden lichtdurchfluteten Saal, in den zwei die Rundung der Außenwand folgende Treppen führen. Und diese Situation sehen Sie hier im Bild, eine der beiden Treppen, die in den hohen Saal führen. Zur Symbolik dieses Dreischritts aus Torweg, Wandelhalle und Saal erklärte die Planungsgemeinschaft, Zitat, wenn man die Folge der Räume durchschreitet, vollzieht man eine Bewegung aus dem niedern, halbdunkeln Ertragenden ins hohe, lichte und freie. Wir wollten damit ein Bild des schweren Weges geben, den unser Volk in dieser seiner bittersten Stunde zu gehen hat. Den eigentlichen Kirchen- und Tagungsraum umgab eine Aura von
fast mönchischer Strenge. Das schlichte Raumgefühl resultierte aus einer leichten Holzdecke mit Oberlicht, weißen Wänden, einfacher Bestuhlung und einem Natursteinboden. Nur der erhöhte Bereich mit dem Rednerpult an der Stirnseite des Saals sollte aufwendig in Marmor gearbeitet werden. Letztendlich wurde es aus Materialknappheit Muschelkalk. Die Tribüne hinter dieser auch Sprechstelle genannten, hinter diesem Pult, war so etwas wie eine diskrete Vorwegnahme einer möglichen Regierungsbank. Und diese Tribüne wurde während der Jahrhundertfeier zumindest von einem kostbaren Wandbehang, der mit Friedenstauben gemustert war, verhängt. Von der Decke bis fast auf den Boden herabhängende Leuchtkörper gliederten Lichtsäulen vergleichbar den Innenraum. Sie bildeten einen Kompromiss zwischen funktionalistischer Zweckmäßigkeit, modernem Dekor und Reminiszenz an die ursprüngliche Gestalt. Die Lichtsäulen erinnerten an das einstige Säulenrund der verschwundenen Empore. Zugleich waren sie ein markantes Zeichen des neuen Stils, der neuen Transparenz. Wer sich im wiederaufgebauten Versammlungssaal der Paulskirche aufhielt, sah sich in einem unmissverständlich modernen Innenraum, der dennoch, wenn auch nur schemenhaft, die Erinnerung an das Zerstörte, an den Ort der ersten deutschen Nationalversammlung bewahrte. Mit Genugtuung konnte der Architekt Rudolf Schwarz 1960 über die Innenarchitektur der wiederaufgebauten Paulskirche feststellen: Der Bau dient heute geistigen Dingen von hohem Rang. Und er ist in einer solch nüchternen Strenge, dass darin kein unwahres Wort möglich sein sollte. Der Pionierbau des befreiten demokratischen Deutschland, die Paulskirche, ist ein Zeugnis des bewussten Umgangs mit der jüngsten Vergangenheit. Die Spuren der selbstverschuldeten Zerstörung und mithin des Scheiterns der Demokratie wurden an ihr nicht getilgt, sondern in allegorischer Form bewahrt. Indem statt des mit Schiefer gedeckten Helmdachs eine kupferne Flachkuppel aufgesetzt wurde, blieb dem eigentlichen Baukörper, zumindest in der Fernwirkung, der Charakter des dachlosen Torsos der kriegszerstörten Paulskirche erhalten. Dieses Bemühen um die Erinnerung an die Ruine und damit an das zweimalige Scheitern der deutschen Demokratie hatte zum Nebeneffekt, dass fortan der Turm jene dominante Wirkung entfalten konnte, die ihm das steile Schieferdach unmöglich gemacht hatte. Oberbürgermeister Walter Kolb bewies großen politischen Wagemut und Weitblick, als er inmitten furchtbarster Wohnungsnot den Wiederaufbau der Paulskirche den Vorrang gab. Das Vorhaben, den Wiederaufbau der Stadt mit einer eher symbolischen Geste zu beginnen, musste bei den immer noch ausgebombten Bewohnern von Kellern oder Notwohnungen für Unmut sorgen. Der bittere Kommentar einer Witwe, die Anfang 1947 mit ihrem Sohn noch immer in einem feuchten Kellergewölbe hauste, Zitat: Wenn die Paulskirche fertig ist, ziehe ich in die Sakristei, ist nur ein Beispiel für die gedrückte Stimmung unter den Obdachlosen. Um solcher Art Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen, hatten die Stadtverordneten im November 1946 auf Initiative der CDU einstimmig beschlossen, parallel zur Paulskirche die kriegszerstörte Friedrich-Ebert-Siedlung im Gallusviertel wieder aufzubauen. Das ist jetzt so ein kleiner fotografischer Vorausgriff, ein Foto von der Einweihung der Friedrich-Ebert-Siedlung im Mai 1948. Sehen Walter Kolb, wie er dort zu den Festgästen spricht. Wenn man genau hinschaut, ist sein Redemanuskript nicht aufgeschlagen und er redet mit geschlossenen Augen. Das habe ich mir sagen lassen. Also er ist erstens ein wirklich guter Redner gewesen. Und das muss so eine Eigenart von ihm gewesen sein, dass er dann beim Reden auch die Augen geschlossen hat und dann so seine Gedanken hat fließen lassen. Und das ist eigentlich hier in dem Moment eigentlich gerade wieder der Fall.
Frühmorgens versammelte sich am 17. März 1947 ein illustrer Kreis von Ehrengästen, zunächst in der Ruine der Paulskirche und eine Dreiviertelstunde später in der Friedrich-Ebert-Siedlung zur doppelten Grundsteinlegung für den offiziellen Beginn des Frankfurter Wiederaufbaus. Im Beisein des amerikanischen Stadtkommandanten Oberst Robert Phelps, des hessischen Ministerpräsidenten Christian Stock sowie Magistratsmitgliedern und Stadtverordneten verlas Kolb die anschließend an der Westseite der Paulskirche eingemauerte Urkunde der Grundsteinlegung. Heute, so heißt es im Wortlaut der Urkunde, heute beginnen wir mit dem Wiederaufbau der Paulskirche. Sie wurde zerstört, weil wir die sittlichen Gesetze missachteten. Mögen unsere Nachkommen sich selbst überwinden und über die Grenzen hinaus allen Völkern die Hand in Eintracht reichen. Dies ist unser Wunsch und unser Vermächtnis. Bis zur Jahrhundertfeier der Nationalversammlung waren es jetzt nur noch 16 Monate. Aus eigener Kraft konnte das notleidende Frankfurt in der Kürze der Zeit den Wiederaufbau der Paulskirche auf keinen Fall bewerkstelligen. Ohne den Beschluss der Stadtverordneten vorher abgewartet zu haben, hatte Kolb daher im Januar 1947 an ausgewählte Gemeinden, Firmen und Einzelpersonen einen gedruckten Aufruf mit der Bitte um Unterstützung verschickt. Kolb erhob den Wiederaufbau der Paulskirche zu einer gesamtdeutschen Angelegenheit. Es gehe nicht um Frankfurt, sondern um Deutschland. In einem gemeinsamen Kraftakt sollte die Paulskirche als Symbol für den kommenden demokratischen Staat und als, Zitat, Haus aller Deutschen wie ein Phönix aus der Asche steigen. Trotz des allgemeinen Mangels fand der Hilferuf für dieses wichtigste politische Bauprojekt des Landes zu der damaligen Zeit eine unerwartet positive Resonanz. Die Spendensammlung zugunsten des Wiederaufbaus sollte ein Zeichen gegen die drohende Teilung Deutschlands setzen. Insgesamt wurden der Stadt Frankfurt bis November 1947 mehr als 1,8 Millionen Reichsmark zugesichert. Darunter befanden sich neben den amerikanischen Finanzhilfen zum Beispiel auch 10.000 Reichsmark der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED, aus Berlin oder auch 100.000 Mark des Landes Sachsen. Gleichzeitig waren exakt 327 Sachspenden eingetroffen. So kamen aus Thüringen 3 Eisenbahnwaggons voll Bauholz und die benachbarte Stadt Offenbach spendete eine Partie Leder für die Bestuhlung in der Paulskirche. Als trotz einiger Schwierigkeiten am 7. November 1947 die Fertigstellung des Rohbaus mit einem Richtfest gefeiert werden konnte, galt Kolbs Dank der Opferbereitschaft der an dem Werk beteiligten Städte, Kreise, Länder und Einzelpersonen. Die Stadt Würzburg spendete damals für den Wiederaufbau der Paulskirche ein Buch. Einen großen, prächtigen Folianten, ungefähr so groß, Sie sehen hier im Bild das Titelblatt. In diesem Buch sollten dann alle Spender und Stifter für den Wiederaufbau der Paulskirche verzeichnet werden. Das hat man dann auch getan und daher weiß man so genau, wer jetzt was für den Wiederaufbau gespendet hat. Und wenn man sich diese Titelallegorie mal genauer anschaut, vor allen Dingen die obere, dann ist sie natürlich auch wiederum sehr symbolträchtig. Sie sehen Phönix, wie er aus der Asche steigt, ein Symbol für den Wiederaufbau. Und auch interessant, die andere Seite, dort sitzt die Demokratie und der Baum schlägt neue Blätter in Richtung der Demokratie aus. Also für den demokratischen Neubeginn ein Symbol. Über den Wiederaufbau und die Nutzungsrechte an der Paulskirche einigten sich die Stadt und die evangelische Stadtsynode erst in allerletzter Minute. Wir hatten das Thema ja eben schon, wie das mit den Besitzrechten ausgesehen hat. Umstritten war weniger die Form als vielmehr die zukünftige Nutzung des wiederaufgebauten Gebäudes. Während die Stadt in der repräsentativen Paulskirche Versammlungen und Kongresse abhalten wollte, betonten die Kirchenvertreter die sakrale Bestimmung des Hauses. Rein rechtlich befand sich die Synode in der besseren Ausgangsposition.
Die damals noch Barfüßerkirche genannte Paulskirche war eine von 6 Frankfurter Kirchen, die im Jahr 1830 von der Freien Stadt Frankfurt der evangelisch-lutherischen Gemeinde zur alleinigen Verfügung überlassen worden war. Darüber hinaus hatte sich die Stadt in der Dotationsurkunde verpflichtet, die Kirchengebäude samt Interieur instand zu halten. Gerade noch rechtzeitig vor der Jahrhundertfeier unterzeichneten am 12. Mai 1948 Oberbürgermeister Kolb und der Vorstand der Stadtsynode eine Vereinbarung über den Wiederaufbau und die Nutzung der Paulskirche. Für die Dauer von 10 Jahren wurde der Stadt das Recht eingeräumt, in der Paulskirche festliche Versammlungen abzuhalten. Im Gegenzug verpflichtete sich die Stadt, die ebenfalls zu den Dotationskirchen gehörende Nikolaikirche wieder aufzubauen und der Stadtsynode zur Verfügung zu stellen. Noch vor Ablauf der befristeten Vereinbarung kam im September 1950 eine endgültige Regelung zustande. Die öffentliche Hand errichtete danach zugunsten der evangelischen Kirche in Frankfurt ein Verwaltungszentrum und löste damit die kommunalen Dotationsverpflichtungen bezüglich der Paulskirche und der ehemaligen Weißfrauenkirche ab. Also das Verwaltungszentrum ist in dem Dominikanerkloster. Hier vielleicht nochmal so 2, 3 Bilder vom Wiederaufbau der Paulskirche. Sie sehen, hier wird gerade die Dachkonstruktion aufgebracht, eine Stahlkonstruktion von Fries, berühmte Frankfurter Stahlbaufirma, die zum Beispiel ja auch den Eisernen Steg nach dem Krieg wieder aufgebaut hat. Kleine Impression von einem Dachdecker, tut jetzt nicht so viel zur Sache eigentlich. Und dann schon das Bild vom Einzug der Festgäste am 18. Mai 1948 in die Paulskirche. Wie ein Jahrhundert zuvor zogen diese Festgäste, angeführt von Oberbürgermeister Walter Kolb, dem Stadtverordnetenvorsteher Hermann Schaub und dem Festredner Fritz von Unruh, vom Römer unter Glockengeläut hinüber zur Paulskirche. Die Paulskirche war zwar noch teilweise eingerüstet, im Wesentlichen aber fertiggestellt. Das Ganze wurde von, wir hatten es ja schon mal mit Zahlen, von etwa 35.000 Schaulustigen begleitet. Und der Ansturm war so groß, wenn Sie genau hinschauen, auf dem Dach des benachbarten Römer-Nordbaus haben sich wagemutige Schaulustige einen besonders exponierten Platz gesichert. Der Festakt wurde übrigens direkt live nach draußen übertragen, damit auch die dortigen Zuhörer was davon hatten. Vor dem offiziellen Beginn der Jahrhundertfeier in der Paulskirche trafen gegen 16 Uhr die Staffelläufer aus den Westzonen und Berlin ein. Der Sternlauf zur Paulskirche symbolisierte die Hoffnung auf eine geeinte Nation. Rund 30.000 Sportler hatten sich zwischen dem 14. und 18. Mai 1948 an 7 Haupt- und einigen Nebenläufen nach Frankfurt beteiligt. Flensburg und Garmisch-Partenkirchen, also diesmal waren die Bayern mit von der Partie, waren der nördlichste und der südlichste Ausgangspunkt der Staffel. Auf ihrem Weg nach Frankfurt sammelten die Läufer Grußbotschaften der Städte, die sie passierten, in extra angefertigten Köchern. Das Verbot des Sternlaufs durch die sowjetische Besatzungszone trübte die Hoffnungen der Veranstalter auf die staatliche Einheit und kündigte die baldige Abtrennung der Ostzone von den westlichen Besatzungszonen an. Nach einem Rundlauf durch die westlichen Sektoren Berlins erreichte der Schlussläufer auf dem Luftweg Frankfurt. Für die französische Besatzungszone hatte das in Baden-Baden stationierte Oberkommando die Teilnahme an der Paulskirchenstaffel ebenfalls untersagt. Der dem Sternlauf innewohnende Einheitsgedanke lief auch der auf eine Zerschlagung Preußens und die Abspaltung des Saargebiets abzielenden französischen Besatzungspolitik zuwider. Die letzte Etappe dieses Sternlaufs wurde dann jeweils von
deutschen Leichtathletikmeistern absolviert. Sie führte vom Pfarrtor zur Paulskirche und dort übergab dann der jeweilige deutsche Meister, Oberbürgermeister Kolb, diesen Köcher mit den darin befindlichen Grußbotschaften. Hier im Bild sehen Sie Marga Petersen vom SV Werder Bremen. Das war damals die schnellste Frau Deutschlands. Das war die deutsche Meisterin im 100-Meter-Sprint. Und in vorbildlicher Weise hat dann der Oberbürgermeister dafür gesorgt, dass diese Köcher und Grußbotschaften auch archiviert wurden. Wir haben die also alle hier bei uns im Haus. Wenn Sie gestern die kleine Ausstellung sich angeschaut haben sollten, da haben Sie eine Kopie des hessischen Staffelköchers gesehen. In seiner Begrüßungsansprache beschwor Kolb einmal mehr den Geist der Frankfurter Paulskirche von 1848 als zukunftsweisend für den demokratischen Neubeginn. Die hehren Ideale des Paulskirchenparlaments, Freiheit der Person und Einheit der Nation, hielt Kolb 1948 für aktueller denn je. Alle deutschen Politiker stünden in der Pflicht, das zu vollenden, was 1848 von der Nationalversammlung begonnen wurde. Aufs Wärmste hieß Kolb den nach 16-jähriger Emigration erstmals wieder in Deutschland weilenden Festredner Fritz von Unruh in der Paulskirche willkommen. Unruhs Rede an die Deutschen sollte der Höhepunkt der Feierstunde werden. Fritz von Unruh sprach an dem Ort, an dem man vor 15 Jahren auch seine Bücher verbrannt hatte, zunächst über den eigenen Lebensweg, bevor er auf die Schuld der Deutschen nach 1933 zu sprechen kam. Unruh wandte sich direkt an die knapp 1000 Ehrengäste in der Paulskirche. Zitat: Als mich die Stadt Frankfurt durch ihren Oberbürgermeister 4000 Meilen weit her über den Atlantik gerufen hat, was erwartete sie zu hören von mir, dem Ausgebürgerten, dem Flüchtling, der heute seit 16 Jahren zum ersten Mal wieder auf deutschem Boden steht? Oder verlangen Sie etwa durch mich zu erfahren, dass die Tragödie deutscher Raubtiermoral vergeben und vergessen ist? Wer unter uns könnte sich selbst vergeben und vergessen? Wer? Der seelischen Belastung kaum noch gewachsen, rang Unruh an dieser Stelle nach Fassung und konnte die Ansprache nur unter Anspannung aller Kräfte fortsetzen. Er warnte die Deutschen vor der um sich greifenden Verdrängung ihrer Schuld, brach aber schon nach wenigen Sätzen und mit der Klage: Keiner erinnert sich mehr, wie schlecht er es machte, als er noch handeln konnte, auf den Lippen ohnmächtig am Rednerpult zusammen. Der Oberbürgermeister eilte besorgt nach vorne, ließ Unruh in einem Nebenraum behandeln und bat die Festversammlung um Verständnis. Ergriffen dankte Kolb dem Dichter und Weltbürger und kündigte die Publikation der vollständigen Rede an. Zum Ausklang des Festakts spielte das Opernhaus und Museumsorchester Beethovens Leonoren Ouvertüre Nummer 3. Nach der angekündigten Programmfolge war die Feier damit beendet. Doch da erschien unerwartet und von den Ehrengästen umso herzlicher begrüßt Fritz von Unruh wieder im Saal, um die nach dem Schwächeanfall abgebrochene Rede doch noch zu Ende zu bringen. Unruh warnte vor einem erneuten Mitläufertum und schloss die von Eugen Kogon als bedingungslos und moralisch bezeichnete Festrede mit dem Appell an die Deutschen, sich zu ihrer Schuld zu bekennen. Das Eingeständnis sei die Voraussetzung für den Neubeginn. Die Paulskirchenfeier wurde von einer Fest- und Kulturwoche umrahmt. Das Kulturprogramm kreiste, und jetzt sind wir wieder bei einer Zwischenfrage von vorhin, in dieser Woche immer wieder um das Jahr 1848. Oberbürgermeister Kolb eröffnete am Pfingstsonntag, am 16. Mai, eine vom Direktor des damaligen Stadtarchivs, also heute das Institut für Stadtgeschichte, konzipierte historische Ausstellung in den Räumen des Kunstvereins. Auch der Pfingstsonntag stand zunächst unter geschichtlichen Vorzeichen. Walter Kolb legte auf dem Hauptfriedhof an den Gräbern der Gefallenen von 1848
und den in Frankfurt verstorbenen Abgeordneten der Nationalversammlung im Namen der Stadt einen Kranz nieder. Und Sie sehen, das Plakat zu dieser Fest- und Kulturwoche ist natürlich in den Farben Schwarz-Rot-Gold gehalten, den Farben der Demokratie und der Freiheit. Das muss man sich gerade heute immer mal wieder vor Augen halten. Unter der Überschrift "Ist die Paulskirche geglückt?" ließ die Frankfurter Neue Presse am 4. Juni 1948 noch einmal Gegner und Befürworter der neuen Paulskirche zu Wort kommen. Während Fried Lübecke gallig kommentierte, Zitat, durch die gläsernen Hoteltüren und die Eingangsgrotte in Kinoarchitektur betrete ich den Untergrundbahnhof der Wandelhalle des Erdgeschosses und steige die zu schmale Festtreppe in den Kirchenraum empor, lobte der Architekt Hermann Meckler den stolzen Bau und sprach von einer ergreifenden Raumgestaltung. Die Paulskirchenfeier auch vor allen Dingen 1948, stellte mehr dar als nur ein historisches Jubiläum. Der Wiederaufbau des symbolträchtigen Hauses war ein Bekenntnis zu den demokratischen Traditionen und ein an die Völkerfamilie gerichtetes Signal des demokratischen Neubeginns. In Bezug auf die Form des Wiederaufbaus zeigte sich Kirchenbaumeister Otto Bartning zuversichtlich. Zitat: Die Frankfurter würden eines Tages, wenn der Streit um die Neuheit sich beruhigt hat, stolz darauf sein, dieses Werk zu besitzen. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.